Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Ich habe hier in so einer Grabbelkiste ein bisschen verrostetes altes Werkzeug gefunden. Ich finde es zum Wegschmeißen eigentlich noch zu schade. Da kann man doch bestimmt was draus machen. Und was wir heute draus machen, das seht ihr heute in meinem neuen Video. So, was haben wir denn Schönes in der Grabbelkiste gefunden? Also das hier, das war mal ein Meißel. Man kann es noch erahnen. In einem halbwegs brauchbaren Zustand sieht ein Meißel so aus. Der Kollege hier ist schon mächtig verrostet und angerostet. Naja, gut, das ist das eine. Und das andere, naja, das ist hier so ein, ich denke, das war mal ein Schlackehammerkopf. Der ist auch schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Schlackehammer, kennt ihr, fürs Elektrodenschweißen. Der sieht in etwa so aus, eine Spitze, eine flache Seite. Da kann man die Schlacke schön mit wegklopfen. Ja, was machen wir dann jetzt draus? Also meine erste Idee ist, wir entrosten erstmal das ganze Zeug, machen das wieder richtig schön metallisch blank. Das ist Nummer 1. Und dann zeige ich euch, was ich daraus basteln werde. Weil der Rost schon so hartnäckig und grob ist, kommen wir eigentlich mit einer Drahtbürste hier nicht mehr weiter. Ihr seht das schon. Ich habe hier so eine Fächerscheibe, die ist zum Schleifen. Das ist nicht mehr die allerneueste, die habe ich schon ein bisschen im Einsatz. Die ist auch nicht mehr so grob. Und damit nehmen wir jetzt hier ganz vorsichtig die Rostschichten mal runter. Und ich hoffe, wir kriegen das alles wieder richtig blank. Mit der Hammerspitze fangen wir erstmal an. Mache ich mit euch im Zeitraffer, sonst dauert es einfach zu lange. Ja, ich würde sagen, das ist ja wohl immer der Hammer. Ja, also das ist der Hammer. Und jetzt machen wir uns noch an den Meißel. Den machen wir jetzt auch noch hübsch. Jetzt musste ich erstmal richtig lüften in der Garage. Der ganze Staub war ja ekelhaft. Gut, dass ich so eine Maske getragen habe. Ihr seht, mein Hammer und mein Meißel, die sehen wieder metallisch blank aus. Und die Idee liegt eigentlich nahe. Ich will jetzt eigentlich diesen Meißel hier anpassen an meinen Hammer als Stiel. Und dann habe ich einen richtig hübschen kleinen Schlackehammer. Das ist jetzt die Idee. Ich werde den jetzt noch so ein bisschen so anschleifen, dass ich den ein Stück weit reinstecken kann. Dann verschweißen wir das Ganze. Und ich würde sagen, es gehört sich so, dass man einen Schlackehammer mit Elektrode schweißt, mit einer Stabelektrode. Alles andere wäre aus meiner Sicht Frevel. Deswegen machen wir das jetzt so. Und wie wir dann noch Rostschutz aufbringen, das wird noch ein spektakuläres Highlight heute. Lasst euch überraschen. So, würde ich mal sagen, es ist Zeit für die Hochzeit zwischen Hammer und Meißel gekommen. Das sieht doch ganz gut aus. Und das verschweißen wir jetzt mal eine Runde hier. Mit Stabelektrode selbstverständlich. So, 2,5er Kjellberg-Elektrode, 100 Ampere und ab geht die Post.
Ja, kann man noch so nehmen, oder? Jo, schick sieht da aus, der Hammer. Damit uns das ganze Teil nicht nochmal verrostet, müssen wir das Ganze jetzt vor Korrosion schützen. Das könnte man jetzt mit einer Farbe machen, aber dieser Hammer hat eine total kleine, super Größe. Ich will mit euch mal was ausprobieren. Und zwar möchte ich den brünieren. Was ist brünieren? Also, ich erhitze den Hammer auf ca. 200 Grad. Dann bereite ich ein kleines Ölbad vor. Und wenn er die 200 Grad erreicht hat, lege ich den Hammer in das Ölbad hinein. Und dann brennt sich das Öl in die obersten Flächen ein und wird und schützt damit den Hammer vor Korrosion zukünftig. Ja, das ist so ein gängiges Rostschutzverfahren. So, als erstes präparieren wir den Arbeitsplatz. Ich habe noch so ein bisschen altes Motoröl, brauche ich nicht mehr. Von Gut und Billig. Gut und Billig ist besser als schlecht und teuer. Das kippen wir jetzt hier mal rein in diese Schale. Natürlich von der Füllhöhe so, dass der Hammer dann hoffentlich da drin verschwindet, wenn er heiß genug ist. Ja, das waren jetzt so 600 Milliliter. Hoffe, das reicht. So, packen wir wieder weg. Jetzt nehmen wir unseren kleinen Brenner und bringen hier ein bisschen Temperatur in die Sache. Feuerlöscher, ihr wisst, Brandschutz, wenn man mit Feuer und Öl rummantiert. Oh, Schutzbrille ist auch nicht verkehrt, wenn man die auf hat. Jetzt erhitzen wir hier unseren Hammer. Ich riskiere es jetzt. Ab ins Ölbad damit. Oh, Vorsicht, bestimmt heiß. So. Nein, doch nicht. Ja, das mit dem Brunieren, ich denke, das hat ziemlich gut funktioniert. Ihr seht es so an dieser leicht goldenen Farbe von diesem Schlackehammer. Ich denke, der ist jetzt für gegen Rost geschützt. Ich sage jetzt mal, das nächste Jahrzehnt wird er bestimmt gut überstehen. Jetzt die schlechte Nachricht. Mein Ölbehältnis, das war nicht ganz dicht. Und all mein Werkzeug sieht sonst nicht so sauber aus. Das musste ich jetzt erstmal, hier, ihr seht den Fleck. Das musste ich jetzt erstmal ein bisschen sauber machen. Okay, das ist halt ein Nebeneffekt. Wenn ihr das macht, nehmt euch irgendwie ein Alugefäß, damit der Schlackerhammer war halt zu warm. Hat sich durchgebrannt. Naja, nur ist der Rest meines Werkzeugs auch konserviert. Alles wunderbar. Gut, wir haben unser Werkzeug erstellt. Wir haben es vor Rost geschützt mit einem nicht ganz konventionellen Weg. Wir haben heute aus verrosteten, fast nicht mehr zu gebrauchenden Werkzeugen hier einen richtig schönen, schicken kleinen Schlackehammer gebastelt. Und den haben wir auch noch bruniert, also nicht ganz konventionell versiegelt. Habe ich heute auch zum ersten Mal gemacht. Kleine Havarie gehört natürlich dazu. Garage so ein bisschen unter Öl gesetzt. Ja, das kann halt passieren. Nicht, wo gehobelt wird, da fallen auch mal Späne. Wir lernen draus. Nächstes Mal gibt es einen Ölbehälter aus Alu für diese ganze Aktion. Ja, das war doch eine, denke ich, relativ erfolgreiche Sendung vom Spreewälder heute. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir und bis dahin sage ich ciao.